Mit der linken Hand beginnst du in der dritten Lage. Dritte Lage, das heißt, Ringfinger ist fünfter Bund, Zeigefinger ist dritter Bund. Zeigefinger bezeichnet immer die Lage. Da, wo der Zeigefinger ist, ist die Lage. Ringfinger fünfter Bund und Mittelfinger hat dann den vierten Bund. Das ist dann die dritte Lage. Also Ringfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Mit dem Ringfinger beginnst du, Zeigefinger, Mittelfinger und dann geht der Ringfinger direkt von der A-Seite auf die D-Seite. Beim Akkordwechsel musst du natürlich drei Taktschläge vor dem neuen Akkord mit dem Auftakt dann den Akkordwechsel einleiten. Also du spielst G, Auftakt, vollständiger Takt. Und jetzt hast du dann Akkordwechsel auf C-Dur. Da ist jetzt dann Wechsel vom Ton D auf den Ton G. Also bei 3 und wird dann Auftakt für den neuen Akkord gespielt. Der Akkordwechsel wird durch den neuen Auftakt vorbereitet. Du spielst also G-Dur mit Auftakt. 1, 2, 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3. Und dann ist Vorbereiten des Akkordwechsels auf C-Dur. Das heißt, die ganzen Finger wechseln auf die höhere Seite. Und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1 und so weiter. Der Akkord D-Dur wird aber in der fünften Lage gespielt. Das heißt, du hast G-Dur. Und jetzt Lagewechsel mit dem Ringfinger. Also noch einmal. Fangst mit G-Dur an. Auftakt. 1, 2 und 3 und da jetzt Lagewechsel mit dem Ringfinger von der A-Seite 5. Bund auf die D-Seite 7. Bund, da bist du in der 5. Lage. Dann Auftakt für C-Dur, Lagewechsel mit dem Ringfinger in die 3. Lage. Lagewechsel wieder mit dem Ringfinger auf G-Dur. Lagewechsel auf D. Der letzte Akkord, D-Dur, der leitet dann zum neuen Chorus über, zu den neuen 12 Takten. Und wird deswegen anders gespielt, bleibt nur auf einen Ton stehen und baut dadurch Spannung zum nächsten Blues-Chorus auf.